ganz egal wo das ist, das gibt es weltweit. Dass es hier in Brasilien ist, gut, aber eben wie gesagt weltweit. Und jetzt ist die Frage, ich lernte Menschen kennen, die sagten mir, es sei ziemlich gut, dass die Leute sich auch so etwas zusammenfärchen ließen. Denn sonst brauchten wir zu viel Fläche für die Menschen. Ich bin ganz anderer Auffassung. Wenn ich so ein Gebäude sehe und sehe, wie die Leute da eingefärcht sind, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da wirklich richtig gesund und fröhlich gelebt werden kann. Das hat für mich mehr mit Vegetieren zu tun. Und jetzt stellt euch einfach vor, dieses Haus wird evakuiert, die Leute bekommen alle ein kleines Haus, 5x5 Meter mit einem kleinen Anbau, wenn sie Kinder haben, und einem kleinen Grundstück dazu, 500 oder 800 Quadratmeter insgesamt. Da können sie dann wohnen. Alle ebenerdig, alle auf einem gewissen Abstand. Und die können sich Grün reinholen in ihr Häuschen, in ihren Garten. Und hier an der Stelle, da könnt ihr euch jetzt dann vorstellen, da gibt es einfach einen ziemlichen Steinhaufen. Und dieser Steinhaufen, der sieht bald sogar aus wie die Insel, die hier bei Itania direkt vorgelagert ist. Erstmal ist ein Steinhaufen da und den begrünt die Natur innerhalb kürzester Zeit. Das ist für mich eine richtige Vision für das, was hier gegeben ist. Traut machen kann dieser Betonkasten mich nicht, denn es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange es den gibt. D'accord?